Servus, Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16. Mein Name ist Franconia. Jo, heute geht's weiter. Heute wird's ein richtig Bombenspiel werden. Heimspielzeit und das in der Champions League. Alter Verwalter gegen keine geringeren Mannschaft als... ja, Manchester United, alter Verwalter. Ich bin ja gespannt, Freunde. Ich bin ja echt gespannt. Komm, mach mal ein Da Costa mal wieder ein bisschen. So, und last but not least. Nochmal Innenverteidiger. Da haben wir kaum jemanden, ne? André Petrak. Da haben wir nur zwei Innenverteidiger. Zwei Tarmäßige, kann das sein? Abwehr, da gehen wir mal zwei Kämpfe, machen wir mal ein bisschen. Jo. Simulieren wir alles gepflegt. Und einmal Volume Kopfbälle. So, Freunde der Sonne. Und da hätte ich gesagt, schau mir dann doch trotzdem mal Transfer, Spieler suchen. Ob wir vielleicht... wechseln wir erstmal hier ein bisschen. Halt, machen wir so. Bis 26. Dann Verteidiger, Defensive. Innenverteidigung. Nein, wollte ich doch nicht. Wollte ich doch nicht. Jetzt bringe ich jeden Deppen rein da. Ich hätte gerne einen günstigen, einen sehr, sehr günstigen... Innenverteidiger, um echt zu sein. Akbala, der ist aber auch nicht gut. Amar Al-Dohim, das ist ein schöner Kerl. So, Ad Al-Khal-Khal-Khal. Alef, Alex. Cruzeiro, weißt du was? Den lassen wir mal beobachten. Jo, dann Venturo Alvarado. Miguel Alvarez. Komm, den nehmen wir auch mal. Nur so rein aus Gaudi. Gaudi halbe, Freunde. Emiliano Amor. Alter, was sind das für Spiele da? Amundsen. Der sieht recht robust aus. Der sieht wirklich recht robust aus. Tom Anderson. Joachim Anderson. Der sieht auch richtig derbe aus, ne? Olympique Marseille. Wen haben wir noch? Den nehmen wir, komm. Da, ja, nichts mehr. Also jetzt nicht welche hier Hautfarbe oder so, sondern der Name schon. Abindangoye, Alter. Am liebsten würde ich nur Spieler nehmen, die ich ja aussprechen kann, aber... ui, der ist vielleicht was. Komm, dann lassen wir noch den. Ja, von denen werden wir, denke ich, nicht... aber FC Fulham, ne? David Atkinson, Alter. Charlisle United. Komm, den lassen wir auch mal beobachten. Und Josef Baffo. Der Josef, klar, so schaut ein typischer Josef aus. Frank Bagnard. Was hat der? Ja, den können wir. Was? Auf der Leihliste? Komm, die nehmen wir mal auf die Wunschliste. Sehr schön. Darf ich nicht vergessen? Johann hätte gesagt, lass mir das mal so. Haben wir jetzt doch genug ausgewählt.
So, heute Heimspielzeit gegen Manchester United. Alter, was wird jetzt? Wird jetzt geil. Wir müssen mal gewinnen, aber gegen Man U. Da dürfen wir uns nicht großartig was erwarten, Freunde. Pressekonferenz, Alter. Schauen wir die Mannschaft an dabei. Luis van Gaal, Alter. Spiele. Komm, ich mach mal ein Spiele. Über Rogoda. Die motivieren wir nochmal extra. Und aktuelles aus England. Machen wir nichts. Und Transferanfrage. Ui, Dani Blum, ich habe mich einmal schon, dass ich nicht oft genug eingesetzt werde. Ich möchte daher, dass sie mich auf die Transferliste setzen. Okay, Dani Blum. Nö. Oh, was ist jetzt? Wir sind jetzt kaputt. Nein, Mike Ott fehlt. Ja, bist du deppert. Gut, wen tun wir dafür rein? Den. Willi Efsef, ne? Sieht doch gut aus. Und Dani Blum. Dann lassen wir mal einen Dani Blum spielen. Tun den Köpke raus. Und dafür. Tun wir dafür rein. Den Kaiser. So. Aufstellung passt soweit. Kapitän, dann jemand anderen. Dann nehmen wir Hrgota. Komm, dann nehmen wir Hrgota jetzt. So. Passt. 7 Minuten sind schon rum wieder. Und möge es beginnen. Champions League. 2. Spieltag. Also ich bin sehr, sehr stolz drauf, wirklich. Das sind alles wirklich so geile Mannschaften, gegen die wir da heute spielen. 20 Uhr, Odromo. Alter Verwalter. So, was machen wir jetzt dafür, Trainingsspielchen? Das schon wieder, das hasse ich auch wieder wie die Beste. Schön. Nein. Ja, wenigstens geht's schnell. Nein. Schade, schade. Nein, wieder zu weit. Nein. Ah, wieder zu weit. Letzter Versuch. Nein. Ach, komm, Jungs. Egal, 3.500 Bonus, gibt's auch noch irgendwas. Ja, und weiter so. Aber wenigstens noch Erster, okay. Heute, Heimspielzeit. Odromo, Champions League. Erster FC Nürnberg gegen Manchester United. Wie die Ausgangslage, der Club mit einer Niederlage aktuell Dritter. Die Mannschaften kommen aufs Spielfeld. Asifur, der Mann, der bis jetzt gerade mal. Oh, Franck Ribéry spielt bei Manchester United, Alter. Ich bin gespannt, was da alles für Spiele sind. Das Schweini natürlich auch, ne, normal. So, hier erstmal die Mannschaftsaufstellung vom Club. Was hat sich geändert? Was hat sich geändert? Eigentlich gar nichts, außer dass jetzt der Gotter Kapitän ist. Gewohnte Mannschaftsaufstellung vom Club. Hier sehen wir nochmal Franck Ribéry im Manchester United Trikot. Und hier in Manchester, De Gea, Darmian, Jones, Smalling, Luke Shaw, Pereira, Schweinsteiger, Mata, Wayne Rooney, Ribéry, alter Verwalter. Was für ein Monster. Und Victor Valdes, das Torhüter, genau, der ist auch geil. Aber auch schon 35. Boah, wir heute gegen Man U. Und Filippo Ciacoletti aus Italien ist der Reverie. Boah, also erwartet nicht viel heute.
sondern genießt einfach nur heute gegen Manchester United. Das haben wir uns verdient, gegen so eine Mannschaft zu spielen. So. Gleich wieder der erste Fehlpass. Ribéry. Boah. Ist der wirklich so klein? Gut geklärt. Erster Eckball nach 4 Minuten. Alter Verwalter, das fängt schon gut an hier. So, jetzt soll er Obacht geben. Mata bringt die Kugel rein. Wellenreuther hatten. Was ist das? 1-0, Wayne Rooney. Boah, nach 5 Minuten schon 1-0. Alter, keine Chance, das zu verteidigen. Zumindest mit unserer Mannschaft nicht. Ja. Alter, nichts zu machen. Hier nochmal. Wayne Rooney, wird es eine Gala von ihm? Ich weiß es nicht. Naja, scheiß drauf. 1-0. Und der Torschütze für Manchester United in der 5. Minute mit der Nummer 10, Wayne Rooney. Schön. Nein. Schade. Obacht jetzt wieder. Oh, Menu ist stark. Schweinsteiger. Rooney. Wayne Rooney. Vorsicht. Boah, schön. Luke Shaw. Schön. Etzeler, komm. Ach, Behrens. Ah, das ist die Unerfahrenheit von uns Spielern. Von den Klubberern, egal. Weiter geht's. Mata. Schöner Kopfball. Gewonnen. Boah, wird abgenommen. Pereira. Vorsicht. Ribéry. Obacht. Gut dazwischen. Jo, wer war das? Schweini, oder? Nee. Luke Shaw, glaube ich. So nach dem Gesicht her. Schön. Alessandro Schöpf. Jo, nein. Wieso passt der nicht normal? Ich habe normal auf Passen gedrückt. Nichts auf Lupfe. Das ist bitter natürlich, wenn der Controller nicht so macht, wie ich will. Vorsicht, Wellenreuther. Wird er den Ball abgenommen lassen. Schweini. Schweinsteiger wieder auf Verratti. Verratti. Boah. Jo. Schön, Etzler, der konnte vielleicht. Jo. Branimir Gotta. Und da wird er gefoult. Und dann muss es gelbe Karte geben. Komm, wieder jener. Das muss gelbe geben. So ist es. Das ist gut. Außenverteidiger. Gelbe Karte für Chris Smalling. Das wäre es natürlich geil, ne? Geile Freistoßsituation. Obacht! Ah, De Gea kommt raus. Hat sich einer verletzt, oder? Der liegt immer noch am Boden. Schön! Ah! Boah, fast wäre die Grätsche hier zum Erfolg gekommen. Obacht jetzt, Pereira. Schön! Niklas Füllkrug. Sané. Leroy Sané. Leroy Sané. Ah! Verratti, sorry. Jetzt ist frei auf der linken Außenbahn. Verratti. Schön wieder von Da Costa.
Nein! Vorsicht! Drüber! Wieder Pereira, Alter. So. Wijnaldum. Schön. Ja! Sané, Sané! Riesenparade von De Gea. Leroy Sané, Alter. Sehr schön gespielt war das. Eckball, Club, Branimir Hrgota. Stößen rein. Nochmal Sané. Schön, aber zu weit. Schade. Einwurf. Schade, schade, dich her. Verratti, der ist überall dabei, ne? Ribéry. Boah, Ribéry. Franck Ribéry, linke Außenflügel, da stürmt er entlang. Franck Ribéry am ersten vorbei. Franck Ribéry ist jetzt im Strafraum. Schöner Pass auf Rooney. Schön. Jo. Komm, nein. Zu schwach der Sturm hier heute. Beim Club, aber ich bin zufrieden bisher. Aber langsam müssen auch mal hier Punkte rollen. Der Mann, Damien. Vorsicht, Damien. Jetzt nur kein reinkriegen, Wellenreuter hatten. Ach. Schön. Hey, Schiri. Da kann man aber auch schon mal faulen, ne? Pfeifen. Es pfeift aber zur Halbzeit. 1:0 für Man U. Das Tor schon bereits in der 5. Minute gefallen. Ach ja, schon wegen bitter. Und die weiteren Ergebnisse seht ihr hier. Besiktas 1:1 gegen Sporting. Ah, jetzt muss ich hier langsam mal ein bisschen was tun. Denn so bleiben wir Letzter in der Gruppe. Vorsicht, ui. Ribéry. Schön dazwischen, Wijnaldum. Vorsicht. Ja, schade. Schöpf. Vorsicht. Boah, wieder diese Fehler, ey. Wieder kurz nach der Halbzeit, ist es bitte. Ach, ist es bitte. 2:0 für Man U. Hier nochmal, ah, und dann da war es der Verratti, ne? Hier mit dem Außenriss nichts zu machen für Wellenreuther. Keine Chance. 2:0 für Man U. So. Nee, Pereira sogar. Schön. Ja! Und! Sehr schön gemacht.
Nein, Fehlpass. Das darf auch nicht passieren. Rooney. Pereira. Rooney. 3-0. Gott, sind die eiskalt, ey. Lehrstunde für den Club. Eiskalt sind die, Alter. Wayne Rooney. Zweites Tor. So. Rigotta! Uiuiui. Nee, Schöpf wurde es. Ja, aber das ist. Ich finde es auch realistisch so irgendwie. Wenn ich hier auf Weltklasse spiele, das Ganze. Obacht! Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht auseinandergenommen werde. Und wer war es wieder mal natürlich? Wayne Rooney mit seinem dritten Streich. Zum 4-0. Wahnsinn, dieser Typ. Nürnberg kommt aber nochmal. Ah, Behrens oben, Alter. Da wäre einer frei gewesen hier. Schön. Nein. Dass die ganzen Pässe nie ankommen, ne? Die sind auch viel zu schwach teilweise. Ja, jetzt spielen die das runter hier, Schweinsteiger. Rooney, Obacht. Gibt's ja nicht. Nee, Pereira war es schon wieder. Och, das ist aber jetzt zu hoch, oder? Was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare. Oh, jetzt wird Lehrgeld zahlt hier. Ich wechsle mal aus hier. Dreifach Auswechslung. Jetzt ist es auch wurscht. Willi Efsef. Tun wir mal einen Dani Blum rein. Für einen Sané in Gislason. Und für einen Costa. So. Gut. Dann tausche ich aber noch den Möwald mit Behrens aus. So. Nein! Vorsicht! Schön, Einwurf. So, jetzt die Auswechslung beim Club. Gislason. Nein! Obacht! Luke Shaw! Pereira! Blind! Depay! 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 Alter! Dass jeder Schuss ein Treffer? Yes, das noch! Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Boah, da ist jeder Schuss drin jetzt. Das ist sehr, sehr bitter für den Club. Schade, schade. Nein! Aber wir spielen noch munter drauf los hier. Komm, einen Ehrentreffer holen wir uns noch.
Die Tordifferenz, die kann ja auch so wichtig sein, Freunde. Die kann ja auch so wichtig sein. Dani Blum. Da wird aber auch schon mal gefault, ne? Aber na, der Italiener pfeift doch nicht. Für den Deutschen, ne? Kribbel. Pereira. Darmian. Vorsicht, Rooney. Boah, lässt sich dann hier wieder den Ball abnehmen hier. Was ist denn los? Keine Chance jetzt. Obacht. Hey, der erste Schuss seit langem, wo man nicht neu ginge. Ich glaube, ich werde auch nochmal auswechseln. Zum Schluss nochmal. Und zwar den Füllkrug. Und wann... Nein, Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft. Scheiße, jetzt muss ich damit durchspielen. Okay. Egal. Schön. Aber wieder zu kurz. Zu kurz. Schön. Jo. Arno Behrens. Nein, kann sich leider nicht durchsetzen. Pereira. Blind. Shaw. Luke Shaw, schön. Nein, wieder Fehlpass, Alter. Blind. Jetzt nur kann's Nei kriegen wir. Schön. Nein, komm. Schade. Pfeif ab, Schiri. Jo. Und da ist es aus, liebe Freunde. Nicht den Hauch einer Chance haben wir gehabt. Aber nicht mal den kleinsten Hauch einer Chance. Manchester United triumphiert im Frankenland mit 6:0. Und Wayne Rooney, der Mann mit den drei Toren, Alter, bekommt natürlich den Ball. Yes, yes, no. Wayne Rooney, alter Schwede, mit drei Toren beim 6:0 Auswärtssieg. Da haben wir Lehrgeld bezahlt, ne? Ganz schwach, schade, schade, finde ich sehr, sehr schade eigentlich. Okay, mir war klar, ne, dass wir jetzt nicht hier Mods auftrumpfen werden, aber dann so hoch zu verlieren, das war dann doch ein bisschen schockierend, wenn man das mal so nennen kann. Aber egal, Champions League ist ja nicht unsere wichtigste Station hier. Wichtigste Station ist natürlich die Bundesliga. Mit dem Ziel nicht absteigen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und bis morgen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 16. Macht's gut, schönen Tag euch noch und Servus.